Wir sind mitten in der Skisaison. Und was essen wir auf der Skihütte am liebsten? Kaiserschmarrn. Wir lieben unseren Kaiserschmarrn mit Rosinen und wir wissen, da streiten sich die Geister. Wenn ihr keine Rosinen mögt, dann lasst sie einfach weg. Wir lieben sie und dafür geben wir die Rosinen in eine kleine Schüssel und weichen die einmal mit 30 ml Rum ein. Die Rosinen stellen wir jetzt beiseite und als nächstes trennen wir 4 ganze Eier. Wenn ihr die Eier dann getrennt habt, gebt ihr zu dem Eiklar eine Prise Salz und schlagt es dann mit dem Mixer steif auf. Wenn ihr das Eiweiß dann schon ein bisschen gemixt habt, gebt ihr löffelweise 50 Gramm Kristallzucker dazu und mixt es weiter steif auf. Jetzt nehmt ihr die Eigelbe her, gebt da die Milch dazu. Und das Mehl und rührt es glatt. Den Mixer brauchen wir jetzt nicht mehr. Den stellen wir auf die Seite. Und jetzt erhitzen wir eine beschichtete Pfanne auf mittlere Hitze, geben da das Butterschmalz rein und lassen das einmal schmelzen. Und während das Butterschmalz jetzt schmilzt, heben wir den steif geschlagenen Schnee schrittweise unter. Wenn ihr den kompletten Eischnee dann untergehoben habt, gebt den Teig in die vorgeheizte Pfanne und lasst den Schmarrn dann bei mittlerer Hitze backen, bis die Unterseite schön goldbraun ist. Dann streut ihr die in Rum eingetränkten Rosinen drüber und gebt den Schmarrn in den vorgeheizten Backofen und backt ihn für 10 bis 15 Minuten fertig. Der schaut schon super aus. Den Schmarrn, den darf man jetzt mit Löffeln grob zerzupfen. So ist es, den Kaiserschmarrn könntet ihr jetzt schon so essen, aber wir setzen dem Ganzen noch ein Krönchen auf. Ihr gebt noch ein paar Stücke Butter und Kristallzucker dazu, karamellisiert den Schmarrn bei mittlerer Hitze, bis der ganze Zucker geschmolzen ist und dann können wir den Kaiserschmarrn servieren. Schaut Hammer aus und duftet das auch so lecker in der Wohnung. Traumhaft. Buttrig, knusprig außen durchs Karamellisieren, fluffig innen, dann der Rumroslinen dazu. Nam, nam, nam. Ein fluffiger, leckerer Kaiserschmarrn. Und was auch natürlich perfekt dazu passt, ist ein Zwetschgenröster. Wenn ihr aber zum Beispiel ein Bärenragout selber machen wollt, dann verlinken wir euch das Video hier. Und das passt dann auch perfekt zu diesem Kaiserschmarrn. Wenn ihr den besten Kaiserschmarrn machen wollt, probiert dieses Rezept aus. Oh ja, ihr werdet euch fühlen wie auf der Skihütte. So ist es. Wir sagen danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim Nachkochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, du Baba. Was ich auch so cool finde, die kleinen karamellisierten Stücke. Die schmecken nur noch.